Eine Reportage, die in die Geschichte eingehen wird. Die Explosion war so stark. Innerhalb von 5 Sekunden brannte das ganze Schiff. Nach 5 Minuten lag es da am Boden, total zerstört und ausgebrannt. Es war schrecklich. Dieses Schreien, dieses Jammern, der Geruch, das werde ich nie vergessen. 36 Passagiere nimmt das Luftschiff Hindenburg im Mai 37 an Bord. Eine luxuriöse und bequeme Art zu reisen. Freiwillige Helfer ziehen den schwebenden Giganten aus dem Hangar. Kein anderes Luftfahrzeug transportiert in den 30er Jahren so viele Passagiere über so weite Strecken. Zeppelinfliegen gilt als absolut sicher. Kein Mensch, weder ein Besatzungsmitglied noch ein Passagier, ist jemals irgendwie auf den Gedanken gekommen, dass da was passieren kann. Denn die Fahrt mit einem Luftschiff, das ist so, als ob wir hier im Raum zusammensitzen. Der Traum vom lautlosen Schweben. Der Plan entstand im vorigen Jahrhundert. Zur Jahrhundertwende lässt Graf Zeppelin sein erstes Luftschiff steigen. Das Volk liebt den verrückten Grafen mit den schwebenden Zigarren. Sein Souverän steht ihm skeptisch gegenüber. Am Anfang der Luftschiffentwicklung sagte der Kaiser in Berlin, von allen Süddeutschen ist der Graf Zeppelin der Dümmste. Der Erste Weltkrieg bringt die Wende. Jetzt interessiert sich auch der Kaiser. Deutsche Luftschiffe werfen Bomben über England ab. Doch gegen Jagdflugzeuge haben die behäbigen Giganten keine Chance. Sie sind kriegsuntauglich. Doch dann ein unerwartetes Comeback. Die Nazis protzen gern mit allem, was gigantisch ist. Bau des größten Luftschiffs aller Zeiten, LZ-129 Hindenburg. Hoch wie ein 14-stöckiges Haus, fast so lang wie die Titanic. Die Nazis hatten auch sehr bald die Hand auf dem Luftschiffbau und haben verlangt, dass die Luftschiffe für Propagandafahrten eingesetzt werden. Bei den Olympischen Spielen in Berlin will Hitler Weltgeltung vor Augen führen. Mit dem Hakenkreuz versehen soll die Hindenburg auch in New York von Nazi-Deutschlands Größe künden. Das haben die Amerikaner mit Missvergnügen gesehen und haben dann gesagt, so eine Propagandageschichte der Nazis unterstützen wir nicht und wir liefern kein Helium mehr. Das waren alles politische Entscheidungen. Stattdessen 200.000 Kubikmeter Wasserstoff, hochexplosiv. Damit fährt das Luftschiff 11-mal in die USA, 7-mal nach Rio. Das Vergnügen kostet 1.000 Reichsmark, einfache Fahrt. Dafür gibt es Luxus satt an Bord. Wie einst auf der Titanic. Wenn man das erlebt hat, kam es einem vor wie im Traum. Das Gefühl eines fliegenden First-Class-Hotels oder heute sagt man immer Fünf-Sterne-Hotel. Und das empfanden alle, die an Bord waren, genauso. Bis die Nacht einbrach oder die Dämmerung kam, saßen die meisten überhaupt nur am Fenster, denn es gab ja so enorm viel zu sehen. Die Skyline von Manhattan, 6. Mai 37. Mit Autohupen begrüßt New York den Zeppelin. Doch dann bedeckt sich der Himmel. Da konnte man dann beobachten, dass von Westen her eine Gewitterfront kommt, eine schwarze Wolkenwand. Und wir wurden deshalb beordert,
vorerst mal wieder aufs Meer rauszufahren und die Gewitterfront abzuwarten. 5 Stunden später setzt das Luftschiff zur Landung in Lakehurst an. Die Bodencrew ist bereit. Die ersten Ankerseile werden abgeworfen. Passagiere schauen nach Freunden und Verwandten auf dem großen Landeplatz. Das Erste, was ich wahrgenommen habe, das war ein Riesenknall und eine starke Erschütterung im Schiff. Menschen, die auf die Passagiere warteten, haben nur geschrien: Mein Gott, schaut auf das Schiff. Im freien Fall hing ich da drin. Da bin ich so in ungefähr 4-5 Meter Höhe abgesprungen, bin unter dem Schiff durchgelaufen und bin nach der anderen Seite rausgelaufen. Es war wirklich schrecklich. Ich kann bis heute nicht begreifen, wie da überhaupt jemand lebend rauskommen konnte aus den Flammen. Wie durch ein Wunder überleben 62 der 97 Menschen an Bord. Tausende nehmen im New Yorker Hafen Abschied von den Toten. Manche mit Hitlergruß. Bei der Einschiffung der Särge ist auch Werner Franz, der 14-jährige Kabinenjunge, mit dabei. Da bin ich erst wieder mal in ein tiefes Loch gefallen. Und dieser Zustand, er hat sich über ein halbes Jahr hingezogen, wenn irgendwas war. Und da kam ein heller Sonnenstrahl rein, da habe ich an Feuer gedacht. Oder der Knall, habe ich an eine Explosion gedacht. Da bin ich gelaufen. Lakehurst nach dem Inferno. Experten forschen nach der Ursache. Sabotage? Max Diekmann von der Untersuchungskommission hat einen anderen Verdacht. Als mein Mann die Nachricht bekam, dass das Luftschiff abgebrannt war, hat er sofort vermutet, dass das an dem neuen Anstrich lag. Bei der Fahrt durch das Gewitter lädt das Schiff sich statisch auf. Ein Funkenschlag, verursacht durch das Landeseil, entflammt den Anstrich und den Wasserstoff. Er konnte nur hinter vorgehaltener Hand über die Ursachen sprechen, weil man im Dritten Reich einfach nicht zugeben wollte, dass die Deutschen einen solchen Kardinalfehler gemacht haben. Also wollte man unbedingt dabei bleiben, dass es Sabotage war. Auch um den Mythos Zeppelin nicht zu entzaubern. Doch der Traum vom unbeschwerten Fliegen, er war ausgeträumt.